Katharina? Katharina! Sind Sie weg? Bist du in Ordnung? Ja. Los, komm. Es ist zu spät. Der Kardinal ist in Sicherheit. Niemand ist in Sicherheit. Warum tut ihr das? Pax Aeterna. Okay, und was zur Hölle ist jetzt ein Wächter? Und warum werden wir rausgeschmissen? Ich dachte, das gibt uns alle was an. Lass dir nichts vormachen. Was da drin ist keine Demokratie. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wir müssen reden. Ihr kennt euch? Und solange in einer Stadt lebt Anna, dann lernt man sich kennen. Ja, aber was seid ihr, Freunde? Die Wächterin wird vom Rat aus London geschickt. Sie hat höhere Autorität. Und sie wurde von allen Parteien sanktioniert. Also eine Art Sheriff? Eher ein Inquisitor. So ein Wesen ist sehr mächtig. Sie wird nicht zögern, für ihre höheren Ziele Bauernopfer zu bringen. Nun lass mich raten, Bauernopfern sind wieder wir gemeint. Nein, es ist wirklich schnell. Großartig. Ich weiß nicht mehr wirklich, was ich bin. Jetzt soll ich mich mit Politik rumschlagen. Ich hatte gehofft, der Konvent könnte über dein Schicksal entscheiden, aber wie sich die Dinge momentan entwickeln, niemand genug Interesse an mir zeigen. Was soll ich denn jetzt machen, Paul? Ich will schon dafür sorgen, dass... Kardinal Philipp hat befohlen, dass ich mich zum Kloster begebe, um ein mögliches Tool den Schaden einzugrenzen. Sowohl Gott will, hat Bruder Johannes rechtzeitig Maßnahmen ergriffen. Er wird auf sich aufpassen. Bei aller Liebe, Bruder Pavel, unser guter Johannes könnte seine untote Haut nicht mal verteidigen, wenn eine Hundertschaft Seraphim ihm den Rücken decken würde. Nein, ich hoffe mehr auf seine Geistesgegenwart, die Siegel verschlossen zu haben. Oh, schade um die junge Katharina, hä? War recht schmackhaft. Na komm, Feuerwehr ist bereits bei der Arbeit. Wir müssen uns sputen. Das Küken kommt auch mit. Echt jetzt? Küken? Das ist ein verdammter Skandal! Nennst du das Frieden, Van der Borg? Mich 20 Jahre lang bei der Stange halten bist du! Ich hab mit der Situation nichts zu tun, Khalil. London hat sich entschieden, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die du offensichtlich nicht unter Kontrolle hast. Solltest du oder irgendein anderer Gildebastard sich auf meinen Grund und Boden wagen, gibt es Krieg. Das schwöre ich dir. Vorsicht. Mit einem gebührenden Respekt. Khalil, richtig? Ich bin nicht hier, um Krieg zu führen, ich bin hier, um einen zu verhindern. Ist das so? Aber ja, diese kleine heikle Situation, Gentlemen, ist nicht mehr als ein Schluckauf in unserer Politik. Lassen Sie uns nicht wie Welpen um einen Hundekuchen streiten. Philipp, welch eine Freude, Sie wiederzusehen. Sie, Lady? Und sogar Kardinal. Ich bin begeistert. Kommt er doch noch aus seinem Loch gekrochen. Wenn ich meine bescheidene Meinung kundtun dürfte.
Ich zeige mich im Namen der überlebenden Templer dieses Gebiets dankbar für die Hilfe, die der Ältestenrat uns zuteil werden ließ. Auch und besonders durch seine fähigste Wächterin. Und dennoch habe ich einige unangenehme Fragen. Was passiert, wenn die Täter nicht schnell genug gefasst werden? Was geschieht mit den Gebieten? Wer entscheidet über das Schicksal der Mörder, sollte es, Gott bewahre, ein höher gestelltes Mitglied unserer Gesellschaft sein? Was willst du damit sagen, Philipp? Dass er Vampirblut an deinen Händen riecht, Thunderbolg. Ich möchte damit nichts sagen. Ich bin nur ein besorgter Bürger. Dann lass dir gesagt sein, dass ich alles tun werde, um diese Mörder zur Strecke zu bringen. Koste es, was es wolle. Und wenn du nun deine Finger im Spiel hast, wer bewacht die Wächter, Patrizier? Wenn die Herren dann fertig gebellt haben, ich ziehe mich zur Nacht zurück. Jan, ich erwarte dich noch heute Nacht für einen ersten Bericht in deinem Büro. Herzitiert wie ein gemeiner Hund. Wie gefällt dir das, Engländer? Immer wieder ein Spaß. Tja, Monsignor, hoffen wir, dass Ihre Speicheleckerei sich auszahlt. Ich weiß nicht, was Sie von der Lady wissen, aber nach allem, was ich gehört habe, könnte ich meine untoten Gedärme auskotzen. Was du Speicheleckerei nennst, Khalil, nenne ich Politik. Ein und dasselbe. Wie du willst. Ich kenne Natalie Porter. Wenn sie in ihrem Wahn über diese Stadt hinwegfegt und alles ins Verderben reißt, dann sage nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ines? Hat ihm jemand den Kopf verdreht? Genickbruch. Er war ein guter Mann. Ja, er hatte seine Qualitäten. So viele Kunstwerke. Was meinst du? Hä? Was meinst du, wer es war? Keine Ahnung. Vampirjäger. Ja, könnte sein. Oder jemand, der es so aussehen lassen will. Ich meine, das ist ja nicht schwer, wenn man... Ach, Raoul. Manchmal vergesse ich, wie jung du bist. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ach, komm. Wenn du Nächstenliebe willst, dann geh zu den Templern. Ich glaube eigentlich nicht, dass Philipp so dumm wäre. Aber wie erklärst du dir das? Was ist das? Spannend, oder? Pax Aeterna. Ist das Latein? Ja. Und es bedeutet ewiger Friede. Ironisch irgendwie. Nein, nicht. Wenn das da wirklich von den Templern ist, dann möchte ich nicht wissen, was eine Berührung mit dir anrichten würde. Diese Lady Porter soll das Problem lösen? Ich bin mir nicht sicher, was ihr Ziel in dieser Stadt ist. Aber ich glaube, mit Philipp und diesen Assassinen und den Tribes... Eins ist sicher.
Ich glaube, dass die Gezeiten wechseln, Raoul. Mein Herr wird sich nicht mehr lange halten können. Die Alten werden sich bekriegen. Wir beide, wir können nur schauen, dass wir nicht ins Kreuzfeuer geraten. Für dich ist das alles ein Spiel, ne? Wenn die Ewigkeit vor einem liegt, dann wird hier alles irgendwie zu einem Spiel. Zumindest solange man auf der Seite der Gewinner steht, was? Sorgen, dass wir beide immer auf der richtigen Seite stehen. Wir? Sei doch nicht so hart, Raoul. Du brichst mir noch das Herz. Ich möchte meinen Kopf noch eine Weile behalten. Wenn wir beide nicht aufeinander aufpassen. Wer denn dann? My love.